Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in Planet Coaster. Und ja, diese Anzeige hier erzählt uns ein bisschen was. Im Prinzip nur den Text, den wir sowieso schon als Begrüßung in diesem Szenario hatten. Nein, aber auch noch was anderes Wichtiges, nämlich, dass die überhaupt auftaucht, liegt daran, dass wir auf ja, einem neuen Patchstand sind, nämlich die Beta 0.9.5. Da hat sich einiges getan am Balancing, an diversen Performance-Geschichten etc. bla bla, also so wirklich einiges. Und deswegen gehen wir mal auf Continue. Das ist jetzt allerdings so, dass hier wohl immer noch, ja, die Ziele drinstehen, die es von Anfang an gab. Also die sind wohl ein bisschen angepasst worden. Wir werden trotzdem sehen, dass wir die Ziele jetzt erreichen. Diese Aufnahme hier passiert nämlich jetzt einen Tag vor offiziellem Release. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen hier unseren Coaster angucken vom letzten Mal, dann wird uns was auffallen, ne? Nämlich, dass die Kiste gerade zum Ende hin deutlich schneller unterwegs ist, als sie das war. Die haben nämlich, ja, die Friction-Werte, also die Werte für die Reibung, deutlich reduziert. Das heißt, wir erreichen zwar hier im Drop keine höhere Höchstgeschwindigkeit, aber ja, die Wagen behalten ihre Energie länger. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, sollen wir das Teil umbauen oder so laufen lassen? Man müsste sich mal die Werte anschauen. Da können wir auch im Testmodus hier mal in die Heatmaps reingehen. Excitement hält sich in Grenzen, wie es aussieht. Ja, irgendwie nicht ganz so extrem prall geworden. 4 ist soweit okay. Und Nausea ist auch okay. Also man könnte eigentlich das Ganze schon so lassen. Ja. Und damit wir auch unseren Profit erreichen, sollten wir mal Eingang platzieren, aber erstmal Finanzen. 10 ist mir ein bisschen heftig, eventuell 6,50. Ich weiß nicht, die anderen Preise hat er sich hoffentlich gemerkt. Ja, das sieht zumindest so aus. Was verlangen wir hier? 7. 6,50 dafür, vielleicht nochmal ein 50er runtergehen. Ja, ist plausibel. Jetzt ist nur die Frage, wie nennen wir das Teil? Wir machen es jetzt einfach mal pragmatisch. Whirlwind, weil mir fällt jetzt gerade ehrlich gesagt nichts ein. Ja, so, Place Entrance. Den braucht man natürlich. Zack, dahin. Den Ausgang braucht man auch. Der muss auf die andere Seite. Ich hoffe, wir kriegen da hier noch sinnvollen Weg drunter. Aber das sollte genug Luft sein eigentlich. Mache ich mir wenig Sorgen. So, gut. Dann brauchen wir eine Q-Line. Genau die, das hat er sich gemerkt. Das ist sehr schön. Kann ich hier. Naja. Bleib mal erstmal dabei. Gehen aber mal ins Snapping. Und führen das Ganze hier mal schon aus der Station raus. Na, so war es nicht gedacht. Nein, so war es nicht gedacht. Also manchmal, ja, da könnte ich mit den Wegen hier, aber nun gut. Das ist jetzt eben so. So, und jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt runtergehen. Danke. Und jetzt können wir uns hier das Grid nehmen und Square Edges anwählen und können uns hier eine etwas umfangreichere Q-Line hinstellen. Eventuell ja bis da. Damit wir ja auch ein paar Leute unterkriegen. So, dann nehmen wir das wieder raus und gucken mal, dass wir das hier verbunden kriegen. Und das kriegen wir, das ist wunderbar. Dann brauchen wir jetzt nur noch unseren Weg vom Ausgang zurück. Brick
Path, Small Square Stones. Könnte man eigentlich hier Kopfsteinpflaster mal nehmen? Dann müsste man halt gucken, wie man das ja, im Gebäude so ein bisschen unterbringt. Hier können wir unseren Weg durchschlängeln. Das ist sehr schön. Da können wir unseren Ausgang relativ nah an der Bahn entlang führen, wobei mir das schon ein bisschen zu nah ist. So sollte sich das gerade so ausgehen, dass man zur Not später auch nochmal einen Zaun hinstellen kann. Gut, ja, ich habe das hier mitbekommen. Dankeschön. So, das heißt, wir könnten die Karre ja eigentlich eröffnen, würde ich sagen. Und ja, schauen mal, wie weit uns das Teil weiterhilft in Sachen, oh, Errungenschaftsfortschritt. The ratings are through the roof. Aha. Ja, 711 von 1000 unsere Parkbewertung. Nun denn, gut. Wir sollten uns aber wenigstens mal noch halbwegs hier ein Gebäude hinbasteln. Als Station. Weil ansonsten, weiß ich nicht, das sieht ein bisschen doof aus sonst. Also das ist jetzt irgendwie doch schon das Minimum, was noch hin muss. Damit fangen wir auch direkt mal an. Wir könnten aber auch uns einfach mal die Station anwählen und auf diesem Grid bauen. Dankeschön. Ja, ist in Ordnung. Das schalten wir jetzt mal ab hier, weil es nervt doch ein bisschen, ne? So, gehen wir erstmal in Wände. Was nehmen wir denn? Was wollen wir denn für einen Stil hier fabrizieren? Wieder was bunt gemischtes oder? Ich weiß nicht. Die Holzwände hier sehen ja ganz interessant aus, ne? Könnte man aber trotzdem erstmal. Kann man hier Metal Alloy? Nee, das nicht. Vielleicht eine Leimplaster als Fundament nehmen. Das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ja, gehen wir doch aus der Kamera. Ja. Weiter kommen wir damit nicht. Wobei ich damit eigentlich hätte rechnen müssen. Theoretisch. So, hier haben wir jetzt, da könnte man vielleicht ein flaches Dach gebrauchen, was man da drunter setzt. Was haben wir hier? Metal Walkway. Nee, das passt hier nicht so richtig hin. Das ist schon so halbwegs die Höhe, wie ich mir das gedacht habe. Wenn man jetzt hier auf 0, Grid Height 0 Meter, okay, 1 Meter, 0 Meter. Trotzdem geht's halt. Das ist mir schon fast wieder zu hoch. Nein, da setzen wir das dahin. Sollten aber vielleicht das Grid doch mal halbieren, dass wir wenigstens bis hier vorkommen. Können wir das hier drunter setzen irgendwie? Ab welcher Höhe akzeptiert er es denn? Ab da, na das sieht doch okay aus. Das können wir machen. Ja. Ist sicherlich eine Notlösung, aber es ist eine Lösung. So mehr oder minder. Na komm. Okay. So. Ziehen wir denn jetzt auch Gäste an damit? Ja, da kommen die ersten. Das ist schön. Jetzt bricht es hier gerade ordentlich zusammen. Ich setze hier übrigens mal auf Tag. Gut. Hätten wir das.
müsste man eigentlich auch diese Wand hier nehmen. Und die bewegen. An sich, Moment. Das hier. Edit. Grid Size 2 Meter. So. Dann nehmen wir Move. Nee. Und Split from Building will ich auch nicht. Dann nützt es nichts. Dann nehmen wir sie weg. Duplizieren uns die hier und packen die bis dahin. Gut. Was haben wir denn hier vielleicht an Dächern in einem entsprechenden Winkel? Na, das sieht doch schon fast okay aus. Das könnte man nehmen. Und dann hier ein Stück Wand reinsetzen. Grid-Höhe mal ein bisschen runternehmen. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen passender. Oh, ja. Ja, okay. Meinetwegen. Und dann brauchen wir nochmal diese Leimwände, Leimplasterwände. Suchen wir einfach mal nach Leim und haben hier was, was ganz gut aussieht. Genau, das passt da ganz gut rein. Und müsste eigentlich auch hier drüben nochmal hingesetzt werden, damit das wenigstens hier unten abgedichtet ist. Und dann können wir uns ein kleines Gebäude draufsetzen. Und wir wollten da nehmen, beziehungsweise hatte ich ja angedacht, diese Holzwände hier. Wie sieht denn das aus? Passt das hier halbwegs hin? Naja, bedingt, ne? Irgendwie nur sehr bedingt. Wie sieht es denn damit aus? Dann müsste man hier komplett drüber gehen. Das ist mir auch ein bisschen nix. Ja, dann machen wir das mal anders. Aber ich sehe grundsätzlich das Problem, ja. Ich meine es zumindest verstanden zu haben. So, da haben wir das, da können wir aber hoffentlich so ein Ding reinsetzen. Jawohl, das funktioniert gut. Der hier dürfte auch entsprechend platziert sein. Ja, ist er. Hier hatten wir die, ne? So. Und dann vielleicht ein paar Säulen. Wooden Post, ja, der ist mir nicht fett genug, ehrlich gesagt, so irgendwie. Das sitzt auch nicht so richtig an der richtigen Stelle, aber wobei, wenn wir den von hier unten hochziehen. Welche Höhe braucht man denn insgesamt? Die. Okay. So. Das duplizieren wir uns. Wieso können wir das da nicht hinsetzen? Doch, können wir. Wollte mich schon beschweren. So. Dann sollten wir uns nochmal einen davon nehmen. Kann ich das nicht irgendwie? Dann, wenn ich das unabhängig jetzt mache. Das kann ich nur drehen, okay. Dann brauche ich ja sowas in der Art, weil ich das nämlich frei drehen kann. Und das ist jetzt wichtig an der Stelle.
Bauen solltest du das Ganze eigentlich noch nicht. So. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Zielen aus? Minus. Das sieht nicht gut aus. Das Teil wird doch jetzt hoffentlich nicht so viel Verlust machen. Das wäre ein bisschen, ja, sehr, sehr schade. Wenn wir die Bahn jetzt nicht profitabel betreiben können. Zumindest nicht zu einem Preis, den ich für realistisch halte. Hm. Naja, wir werden sehen. Das wird man auf jeden Fall noch checken. Was ist denn hier eigentlich los? Ist das... Also irgendwie ist das ein bisschen schräg, oder? Habe ich so das Gefühl. Das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen drehen, das Ganze. Das nützt nichts, ansonsten wird das nämlich nichts. Der Winkel war nicht stark, aber er war halt ein bisschen da. Vielleicht reicht es so schon. Wenn ich hier jetzt starte. Ja, nicht hundertprozentig exakt, aber ich denke, das reicht soweit. Das mal ein bisschen gleichmäßig reinsetzen. Zack. So. Dann nehmen wir uns ja eigentlich genau das. Ich meine, es geht jetzt aber mittlerweile auch hier Multi-Select und Move Selection, Advanced Move. Ich würde es gerne kopieren. Funktioniert jetzt noch nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Also duplizieren kann ich das so noch nicht. Nee, also das funktioniert doch nicht so, wie ich mir gedacht hatte. Ich war der Meinung, man könnte jetzt das Duplizieren auch auf einzelne Objektgruppen anwenden. Funktioniert aber eben nicht. Gehen wir zurück in Building. Die hier hatten wir, meine ich. Und snappen wir noch mal an und schauen mal, ob wir das hier schön ausgerichtet bekommen. Aber wir sehen schon, das ist schon wieder relativ schief. Ja, das sieht besser aus. Ne, das ist ja auch total schief. Ei, ei. Das sieht so ganz okay aus. Ist halt doch teilweise ein langwieriger Prozess, das Bauen hier. So, gehen wir hier rüber. Und zwar da ein, wo er mich gerade so bauen lässt. Genau. Gut, okay. Wände. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Meine ich. Huch, nein, so war das jetzt aber nicht gedacht. Ich möchte erstmal das Gebäude editieren. Dankeschön. Waren das die? Ich meine, es waren die. Nein, nicht ganz. Mensch, wo waren denn jetzt wieder die Holzwände, die wir da auch tatsächlich verwendet haben?
Ich könnte mir natürlich jetzt eine andere nehmen und die einfach kopieren. Der hier war's, ja? Jawohl, der war's. So, drehen wir einmal. So, dann hätten wir das. Ist natürlich ja nicht das optimale Stationsgebäude, aber okay, ich denke, wir können dafür, dass das hier Missionen sind, damit leben. Dann hätte ich gern, was nehmen wir da für ein Dach? Dass wir das wenigstens ein bisschen interessant gestalten vielleicht. Sitzt das hier auf? Jawohl, das sitzt auf. Hat er das jetzt schon gedreht? Von sich aus? So, ohne dass ich was gedrückt habe? Warum? Mal rausfinden bei Gelegenheit. Okay, und dann brauchen wir hier diese Nummer. Dann können wir hingehen und ja, verkleiden wir das direkt. Ich würde schon sagen, ja. Die passenden Wände. Haben wir da was? Sieht gut aus. Das ist ein bisschen zu steil. Das kommt eher hin, oder? Ja, das passt soweit. Da geht's auch rein, Gott sei Dank. Und dann braucht man... Ja, das könnte auch ein bisschen zu steil sein, wobei... Nee, das passt. Das passt da nicht rein. Warum passt's da? Ah, verdammt. Das eine Stück Dach ist natürlich viel zu niedrig, beziehungsweise sind die alle zu niedrig bis auf das eine. Gut, nee, dann müssen wir hier mal editieren. Und das hier bewegen. Und zwar eins nach oben. Oder? Haut das jetzt hin? Von der Höhe? Naja, mehr oder weniger. Also es ist natürlich hier jetzt ein bisschen ein Gap drin. Doch lieber runtersetzen? Weiß nicht. Also wenn ich jetzt reingehe, bearbeite das und nehme das ja mal runter auf 0 und bewege es dann. Ist das? Ja, na, das sieht doch besser aus. Dann müsste ich das jetzt auch entsprechend auf eine Stufe anheben können, wo es passt. Jawohl. Das geht super. Ich weiß gar nicht, muss ich das einzeln machen oder könnte ich das jetzt theoretisch auch als Gruppe machen? Wenn ich jetzt alle vier Ecken einfach mal markiert hätte. So. Ja. Das sieht schon anders aus. Dann gehen wir hier hin. Bewegen diese Wand 1 nach oben. Duplizieren. Danke. Die Höhe behält er ja jetzt glücklicherweise. Das ist auch eine sehr schöne Funktion, dass das so ist. Muss man einfach mal auch so sagen. Sehr angenehm. So, und dann brauchen wir jetzt nochmal so eine Holzwand, um das dicht zu kriegen. Ui, dann ein bisschen fett vielleicht, oder? Was? So, nehmen wir dich. Ja, und das passt auch vollständig rein.
Sehr schön, das ist natürlich jetzt ein toller Block. Ne? Aber wir haben ja Möglichkeiten. Erstmal könnten wir aus designtechnischen Gründen rundum mal diese Dinger reinpacken. Einfach weil es gut aussieht. Geht das hier auch rein? Ja, geht tatsächlich. Sehr schön. Also so aggressiv ist die Kollisionsabfrage gar nicht. Ich hätte es mir teilweise ein bisschen heftiger vorgestellt, weil es eben auch einige Beschwerden im Forum gab wegen der Kollisionsabfrage in Verbindung mit Fahrgeschäften. Aber es scheint sich ganz gut auszugehen. So. Welche Höhe? Ich würde sagen, die Höhe. Zack. Dann dahin. Und hier wird das nichts, nehme ich an. Ja, genau, hier wird das nichts. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Wir können trotzdem bis dahin zumindest. Haben wir. Ja, genau, das habe ich gerade noch gesucht. Hat aber ein bisschen anderes Design, oder? Oder liegt das an den Farben? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist auch eine andere Textur, ne? Könnte man aber trotzdem nutzen. Warum soll das nicht mal ein bisschen abweichen? Kriegen wir das hier noch rein? Das kriegen wir komplett rein, das können wir durchziehen. Okay. Da sind wir natürlich wirklich sehr, sehr nah an dem Gebäude. Nun ja. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie ein Vordach. Ah, oh, was haben wir denn da Schönes? Wollen wir das ein bisschen. Na, das könnte zu steil werden. Ne, das müssen wir auch relativ flach halten, denke ich. Anders wird das nicht funktionieren. Mal auf 2 Meter runtergehen. Da können wir hier nämlich noch eins dazwischen packen. Und dann können wir hingehen und sagen, ne, nicht Roof Molding, sondern ich hätte gern Wände Framework. Sieht das okay aus, wenn wir das nutzen? Eigentlich. Vielleicht tatsächlich gar nicht so verkehrt. Hier würde es dann ein bisschen schweben. Nehmen wir es mal auf die Höhe und dann ziehen wir es uns runter, so weit wie wir es brauchen. Ist jetzt natürlich. Ja, gut, das geht aber. Na, wobei, nee, da hinten rennen sie mir ins Brett rein. Sollte man vielleicht. Obwohl. Das sitzt ja hier noch drin, ne? Irgendwie im Weg. Ja, dann stützt sich das nun mal halt auf den Weg. Dann kann ich es auch nicht ändern, dann ist das so. Ja, ihr seht schon, ich habe wieder ein bisschen Probleme mit Performance-Einbrüchen. Das liegt aber leider an meinem System. Ja, weil hier teilweise die Frequenz meiner CPU extrem einbricht aufgrund meines crappy Notaustausch-Motherboards, was die Spannung für den Prozessor einfach nicht ordentlich aufrechterhalten kann. So, ja, wir haben jetzt natürlich nicht so viel geschafft in dieser Folge. Wollen wir sie noch ein bisschen hinziehen? Ja, kommt, wir ziehen die noch ein bisschen hin. Ich möchte hier nämlich nochmal so ein bisschen an der Q-Line arbeiten, ehrlich gesagt. So, Scenery. Und zwar
Props dürfte was in die Richtung haben. Archways, nee. Misk. Ja, ist auch nicht so das, was ich jetzt spontan gesucht habe. Wie sieht es eigentlich jetzt mit Schildern aus? Haben wir da jetzt mittlerweile? Unter Buildings? Wall Signs? Projecting Sign Tavern. Tavern. Ja, eigentlich. Eine Taverne ist das ja nun nicht. Aber können wir denn an dieses Schild jetzt mittlerweile einen Text packen? Edit. Nee, immer noch nicht, wie es aussieht. Split from building, duplicate advanced. Nee. Ja gut, dann lassen wir das aber trotzdem mal da hängen. Einfach weil es gut hängt. So. Ja, wie geht's weiter? Theme Signs haben wir hier noch. Was? Misk Signs wäre es gewesen. Aber die sind noch nicht erforscht so richtig. Ah, ich würde mich eigentlich ein bisschen um die Q-Line kümmern. Wobei wir auch erstmal so als Abschluss für die Folge hier ein bisschen Licht ranpappen könnten. Wobei wir da auch jetzt nicht so viel Auswahl haben, aber okay, ja. Wir machen das mal trotzdem. Zumindest mal hier oben ein paar Lämpchen dranhängen, Lampen dranhängen. Was heißt Lämpchen? Solchen sind die nicht. Zack. Nicht ganz gerade, aber okay. Beziehungsweise nicht ganz zentriert. Ist aber nicht so schlimm. So, was könnte man denn noch an Lampen verteilen? Da müsste ich jetzt mal gucken unter Scenery, da haben wir nämlich noch mehr Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Frage ist, taugen die was? Mehr oder minder? Da noch ein paar Lämpchen, die aber irgendwie alle noch ein Stück runter könnten. Oder? Ah, ich weiß nicht. Ja, doch, so ein kleines Müh. Okay. Gut. Hätten wir da ein paar Lichter. In der Station bräuchte man natürlich eigentlich auch noch was, ne? Aber was hängen wir da rein? Ihr könnt natürlich hingehen und sagen... Wir hängen hier oben, wie auch immer, so ein paar Laternen auf. Aber erstmal müssen wir die natürlich auch so drehen, dass das Sinn macht. Heute aber auch mal wieder extrem hier mit meinen CPU-Problemen.
So, wo ist denn jetzt das Objekt hin? Da ist es. Ach du Göttchen. Ich muss mir mal die Kamera toggeln hier. Okay. Gut, dann brauchen wir noch, ja, irgendwas, woran wir sie aufhängen können. Nature jetzt wahrscheinlich weniger. Mal alle Props angucken, ob wir da vielleicht was finden. Tja. Jetzt haben wir es natürlich hier geschafft. Jetzt haben wir uns die Dinger da in die Luft gesetzt und finden nichts, wo wir sie anständig dran aufhängen können. Ist natürlich super. Verdammt. Unter Nature, da werde ich nichts finden, denke ich. So, Path Extras ist Blödsinn, Special Effects ist Blödsinn. Die Shapes, extra small. Naja, das ist immer noch zu fett irgendwie. Nee. Das wird so eher nicht, würde ich sagen. Nee. Dann nehmen wir die mal wieder weg. Und lassen es für diese Folge gut sein. Und schauen nochmal schnell rein. Naja, die Hälfte haben wir fast erreicht. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren, dass wir hier zur Rande kommen. Vielleicht könnten wir in der nächsten Folge endlich wirklich mal den Woody umbauen. Ich hätte da Bock drauf. Ja, die Beta ist sowieso bald vorbei. Und das wird dann auch die letzte Folge, die ja vor Release-Version aufgenommen wird. Und aus dieser hier verabschiede ich mich jetzt erstmal. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Haut rein!